Moin, moin, meine Freunde, herzlich willkommen zurück bei Because Gaming is Fun und Let's Play Mittelerde, Mordors Schatten. Ich habe jetzt endlich mal das Problem mit meinem Mikrofon gefixt. Also, es sollte jetzt endlich mal passabel für euch klingen. Ich hoffe, mit der Lautstärke geht es auch alles klar, sonst muss ich da gleich nochmal gucken. Meine Güte. Also, das G430 war mit mehr Problemen verbunden, als ich gedacht hätte. Ja, zuletzt hatten wir ja versucht, gegen Ishmots anzutreten, waren aber kläglich an der Prüfung davor gescheitert. Dieses Mal können wir das hoffentlich endlich mal abschließen. So, renn einmal zur Quest hin. Hoffe, wir werden nicht gesehen. Wäre jetzt nämlich leicht nervig, wenn wir jetzt auch noch wieder. Och nö, der sieht uns. So, den schlachten wir einmal kurz ab. Oh Gott, der hat uns gesehen. Was ist jetzt? Oh Gott, was ist denn hier jetzt alles los? Nö, das ist jetzt aber doof. Ihr seht mich gar nicht. Ich will nur zur Quest hier hin. Verdammt, wir hätten noch schnell eine Schnellreise zu dem Tor machen können. So, unantastbar. Was soll denn der Scheiß? Ja, die Quest wollen wir jetzt annehmen. Zeige, dass uns keine Waffe treffen kann. Alter Schwede, ist das Spiel plötzlich laut. Zeige, dass uns keine Waffe treffen kann. Alter. Das ist jetzt aber schlecht. Warum ist denn der immer noch nicht tot? So, jetzt nach drei Schüssen. Meine Güte. Eigentlich viel zu viel, wenn ihr mich fragt. Ja, ne, an dieser Quest waren wir ja letztes Mal kläglich gescheitert. Warum auch immer. Na. Alter, das gibt's doch gar nicht. Warum stelle ich mich denn so an? Das gibt's doch gar nicht. So, starten wir die Quest nochmal neu. Halleluja. Meine Güte, warum stelle ich mich denn so Zeige, dass blöd uns damit keine an? Waffe treffen kann. Ja, weiß ich jetzt. Töte 20 Uruks ohne Schaden zu nehmen. So, da haben wir jetzt mal ganz flott 3 ausgeschaltet. Töte den Waldläufer. Den locken wir einmal an. Ein Geräusch. Und töten wir auch noch schnell. Alter Schwede, das war ein übler Kill. Ey, komm, zieh dich hoch. Dann schalten wir den da hinten noch aus. Und den da hinten. Und da hat uns einer gesehen. Oh, das ist aber nicht so cool. Doch, ich habe sogar noch Elbengeschosse. Sehr gut. Ja, wartet, ich war auch noch kurz weg. Alles klar. So, wo haben wir denn jetzt Uruks? Beziehungsweise, wo haben wir erstmal Pfeile? Da hinten sind Pfeile. Ich sollte weniger trinken, mein. So, 4 neue Pfeile. Da unten sind einige. Ist hier irgend so einer mit einem blöden Schild? Zurück an die Arbeit. Warte mal, das sind. So, da haben wir jetzt erstmal ein paar mit ausgeschaltet. Das war gar nicht mal verkehrt. So, wo haben wir noch ein paar? Da unten sind doch noch welche. Das könnte zwar jetzt. Noch zwei noch getroffen. Sehr gut. Oh, da hat mich einer gesehen.
Der hat mit einem Pfeil in meine Richtung geschossen, das finde ich gar nicht cool. So, die jetzt noch schnell ausgeschaltet. Uiuiui. Jetzt habe ich noch einen Pfeil, das ist nicht ganz so cool. Vor den verstecke ich mich jetzt erstmal kurz. 4 Uruks müssen noch erledigt werden. Oh, sind das viele da unten. Wenn du einen Menschen auf dich zukommen siehst und etwas in ihm glüht, dann kämpf besser bis aufs Blut, denn es ist wahrscheinlich der Waldläufer. So. Ich weiß nicht, was das war. Sicher falscher Alarm. Bleibt wachsam. Sicher ist sicher. Da hinten sollten ein paar Pfeile sein. Das ist sehr schön. Also hier, da oben. Wo ist denn hier der Typ? Schlechtes. Oh. Nein. Das war jetzt ganz uncool. Den schalten wir auch noch schnell aus. Oh Gott, die haben mich gesehen. Das ist aber ganz uncool jetzt. Wie komme ich hier jetzt schnell weg? Hier komme ich schnell weg. Zack. Okay, sie haben mich aus den Augen verloren. So, 3 Stück brauchen noch. Oh, das ist aber schlecht jetzt. So, Ischmotz ist erschienen. Hat der 2 Hauptmänner dabei? Echt jetzt? Oh, da haben wir Elbengeschosse, das ist sehr gut. Oh, das ist jetzt aber uncool, das... Oh Gott. Der hat so minimal viele Leute bei sich. Okay. Hohoho, jetzt ganz schnell weg hier. Ich könnte ein paar Elbengeschosse gebrauchen, sage ich mal so. Der regeneriert bestimmt ganz schön schnell Leben, oder? Warte mal, jetzt muss ich einmal ganz kurz gucken, wie kann man den platt machen? Was hat der für Schwächen? Erleidet Schaden durch Fernkampfangriffe, erleidet Schaden durch Kampftodesstöße. Dann würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hast Verletzung seines Herrn. Oh, das ist aber uncool. Oh, hallo. Los mit den feigen Tricks! Kämpfe! Zeit für dich, die Meute zu treffen. Er kommt von oben, wie ein elender Charakter. Oh, das so. Meine Jungs haben anscheinend noch viel zu lernen. Ich zeig ihnen erstmal, wie ihr Weich heute blutet. Das macht man. Wenn das vorbei ist, Nein. Oh, das ist aber uncool jetzt. Das ist jetzt aber ganz uncool. Ich sehe hier nämlich ganz schlecht, wo Gegner sind und wo nicht. Ja, hallo. Du würdest bis zur großen See rennen, so wie du davongerannt bist. Zum Glück bist du noch hier. Oh Gott, jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein ziemliches Problem. Ey! Wie er flüchtet. Und du wirst leiden, das verspreche ich! Nixer, du flüchtest nicht! Wir werden dich vierteilen! Ja, der will echt abhauen! Was soll denn so ein Scheiß jetzt? Komm näher! Lass mich dich ausbluten! Nein! Komm! Warte!
Komm her, du Penner. Da haut ab. Das ist ja wohl ein Witz. So, nicht mit mir, du. Schön gekillt. Ein Hauptmann weniger. Wurde auch Zeit. Eine schöne neue Rune eingesammelt. Aber jetzt ist die Frage, kümmern wir uns weiterhin um diese Hauptmänner gleich mit? Ich glaube, die sind abgehauen. Was? Oh nö! Was du mir angetan hast, erwarte diesmal keine Gnade! Langzahn. So, diesmal machen wir kurz einen Prozess mit ihm hier. Der geht mir sowieso schon hart auf die Nerven. Aber hatte ich den nicht auch getötet? So, tschüss Langzahn. Nahezu Langzahn auch ausgeschaltet. Wurde auch mal Zeit. Sie sollen mich aufgrund der unzähligen Toten kennen. Das ist doch mal ein ordentliches Gemetzel hier. So mag ich das. Oh, hier liegt ein Artefakt irgendwo. Ja, schön. Das nehmen wir doch auch direkt mit. Belohnung plus 50. So, wo haben wir nicht? Da haben wir den Punkt. Sprich es ruhig aus. Fëanor. Fëanor. Warum zwingst du mich dazu, Hirgon? Daran bist nur du allein schuld. Du hast mich angefleht, dir die Wörter in meinen Büchern beizubringen. Das bereue ich jetzt. Welchen Nutzen hat die Schrift hier in Mordor? Hier, sieh dir das an. Eine Nachricht für dich. Meine Liebste. Sei mein Leib? Versuch es noch einmal. Kaib? Oder Weib? Weib? Ja, Hirgon. Ich bin dein. Oh, wie romantisch. Alles klar, dann gucken wir doch mal kurz hier zu den Waffen und Runen. Wir haben ja so ein paar neue Runen beim Dolch bekommen. Chance von 22% bei einer Tötung mit Terrorisieren 5 Elbengeschosse zu erhalten. Das ist ziemlich geil. Und stellt bei einer Schleichtötung 20% Gesundheit wieder her. Das ist auch nicht so verkehrt. Wie viel Mirian habe ich? Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Ich würde gerne erstmal wissen. Verbesserung. 215 habe ich. Ja doch, dann kaufe ich mir auf jeden Fall noch einen zweiten Runenplatz für den Dolch. So. Ja, genau, zweiter Runenplatz. Und nehmen wir jetzt die Gesundheit? Mach ich so? Ich kann die auch umwandeln. Wie das denn? Ah, das ist ja cool. Ja, so eine Rune brauche ich ja beispielsweise nicht. Die macht weniger. Also ist die gleiche Rune wie die hier, nur auf einem schlechteren Level. Von daher wandle ich die mal in Mirian um. Krieg 25 Mirian dazu. So, jetzt 22% bei einer Tötung mit Terrorisieren 5 Elbengeschosse zu erhalten, das ist ganz... Ja doch, ich glaube, die nehme ich. Das ist ungefähr eine Chance von 1 zu 5, dass ich, ja, dass ich neue Pfeile bekomme. Klinghagel, Dingenskirchen benutze ich fast nie. Ja, alles klar. Dann Verbesserung. Da können wir ja auch noch eine neue nehmen. Oh Gott, was haben wir denn hier jetzt alles? Sofortiger Todesstoß verringert die benötigte Zeit um einen Boden in Richtung beim... Oh, das ist geil.
Was haben wir da noch? Schulterstoß. Auch nicht übel. Geistertodesstoß, Opfer von Aufzehrung, Klinghagel, Tötung explodieren und lassen umstehende Feinde zurückschrecken. Oh. Schleichaufzehrung. Ja, aber ich glaube, ich nehme da echt erstmal hier sofortiger Todesstoß. Das regt mich nämlich meistens auf, dass es viel zu lange dauert, bis man die alle... Ja, bis man sie endlich erledigt. Wir gaben den Ausgestoßenen die Möglichkeit, Mordor zu verlassen und das sichere Gondor zu erreichen. Und wir können den Blick unseres Feindes auf uns lenken. So. So, warte mal, was haben wir hier? Gluck der Blutige. Solange sein Blick auf uns gerichtet bleibt, können wir Zeit für Mittelerde gewinnen. Gluck ging mir schon immer oft. Der Sklaventreiber wollte bestimmt eine Bleichhaut nur für sich. Meine Güte, da unten sind aber einige. So, komm, Jagd. Uruks machen in der Wildnis Mordors Jagd auf gefährliche Bestien, um sich zu beweisen. Bei einer erfolgreichen Jagd erlangt der Anführer des Jagdtrupps Macht. Mische dich in die Bestienjagd ein, um Saurons Armee zu schwächen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt endlich mal Gluck besiegen kann. Endlich eine Beute, die sich wehrt! Warum regeneriert er so schnell Leben? Das gefällt mir gar nicht. Hallo, Gluck. Dir scheint die Qual wohl gefallen zu haben. Aber hallo. Ach, fuck. Stimmt, da war ja was. Oh Gott. Ey, wie viel Kraft der Typ einfach nur hat. Das ist ja nicht feierlich. Ey, ich drück doch A. Was soll denn so ein Scheiß? Oh, das war aber schlecht jetzt. Ach so, jetzt hat er die Macht die Jagd gewonnen und darum steigt sich seine Macht. Ach, das ist doch wohl ein Witz. Alter, das ist doch wohl ein Witz, wie kräftig der ist. Ja, super, und jetzt... Oh, mein Gott! Ich genieße das so sehr. Wir sehen uns bald. Warum kriege ich den Typen nicht besiegt? Er hat jetzt eine Macht von 18. Das ist ja wohl krank. Wurde einer zum Hauptmann befördert? Goffel der Knoche, ja. Alles Schwede, was passiert hier jetzt gerade? Unbekannter Hauptmann wurde befördert. Ja, sehr schön. Okay, so. Olrok der Hohlkopf, Ukrom der Poet oder ein unbekannter Häuptling. Das werden unsere nächsten Ziele sein. Redback. Erleidet Schaden durch Kampftodesstöße, erleidet Schaden durch Explosion. Ne, das ist auch so ein Fernkämpfer-Typ, das mache ich eigentlich nicht so. Der wiederum sieht ziemlich stark gepanzert aus. Aha.
Ich glaube, da würde ich doch fast sagen, dass wir uns erstmal um ihn hier kümmern. Ach ja. Aber... Was sind diese Türme aus Silber? Sie sind ja Lichter, die uns im Land der Schatten führen werden. Dort, wo alle anderen Lichter versagen. Das kennen wir ja schon. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier erstmal einen kurzen Cut und sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir auf die Jagd nach Ulrok, dem Hohlkopf, gehen. Name, ey. Naja, Leute, ich glaube, mein Mikro sollte sich jetzt, wie gesagt, deutlich besser anhören. Ich hoffe, empfindet ihr auch so. Ja. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefallen hat, gebt mir einen Daumen runter. Aber schreibt mir bitte in die Kommentare, warum es euch dann nicht gefallen hat. Über ein Abo würde ich mich immer freuen. Und dann sage ich jetzt bis zum nächsten Mal in Mittelerde. Ciao, Leute.